Herzlich willkommen bei Blitzgneißer, dem Wissenschaftsmagazin von Studierenden der FH Wien der WKW. In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage, was ist eigentlich alles eine Wissenschaft? Wir sprechen über berühmte kleine Kügelchen, machen uns auf die Suche nach Energiefeldern und erforschen unsere Seele. Aber zunächst müssen wir ein paar Begriffe definieren. Para-, Proto- und Pseudowissenschaften tragen das Wort Wissenschaft im Namen. Wissenschaftlich anerkannt sind sie aber nicht. Wir zeigen euch, was sie trotzdem mit Wissenschaft zu tun haben und wo die Unterschiede zwischen den Begriffen liegen. Pseudowissenschaften oder auch Scheinwissenschaften sind keine Wissenschaften, geben aber vor, welche zu sein. Sie halten an widersprüchlichen Theorien fest, die oft sogar von anerkannten Wissenschaften widerlegt sind. Ein Beispiel ist die Astrologie. Sie geht davon aus, dass die Position und die Bewegung von Himmelskörpern unser Leben auf der Erde beeinflusst. So soll etwa der Stand der Sterne zu unserer Geburt unseren Charakter bestimmen. Personen mit dem Sternzeichen Löwe sollen beschützend sein, Steinböcke zielstrebig. Da der Begriff Pseudowissenschaft oft als wertend aufgenommen wird, gibt es noch die Parawissenschaften. Auch sie halten an widersprüchlichen Theorien fest, sind aber nicht eindeutig widerlegt. Im Alltag werden Para- und Pseudowissenschaft meist synonym verwendet. Auch die Einteilung, was jetzt Pseudo und was Para ist nicht einheitlich. Für manche gilt die Präastronautik als eine Parawissenschaft. Also der Glaube, dass Außerirdische bereits vor Jahrtausenden auf der Erde waren und dort ihre Spuren hinterlassen haben, wie zum Beispiel in den Pyramiden in Ägypten. Dann gibt es noch Protowissenschaften, auch keine anerkannten Wissenschaften. Sie besitzen aber das Potenzial, sich zu einer richtigen Wissenschaft zu entwickeln. Ein berühmtes Beispiel aus der Geschichte, die Kontinentaldrift-Hypothese. Also die Annahme, dass sich die Kontinente über Millionen Jahre hinweg bewegt haben. Das entdeckt der deutsche Geophysiker Alfred Wegener in Grönland. Zu Hause stößt seine Theorie aber auf große Ablehnung. Erst 30 Jahre nach seinem Tod wird seine Theorie ein bedeutender Teil der Geowissenschaften. Und so wurde aus einer Protowissenschaft eine Wissenschaft. Nun kommen wir zur Homöopathie. Da denken die meisten zuerst an Globuli. Homöopathie gehört zur Alternativmedizin und ist eine beliebte Behandlungsmethode. Die Wirkung ist aber nicht wissenschaftlich belegt. Deshalb gehört sie zu den Pseudowissenschaften. Wir haben uns angeschaut, wie Homöopathie funktioniert und welcher Zusammenhang zwischen alternativen Heilmethoden und Verschwörungstheorien besteht. Die Homöopathie hat nach außen hin ein Problem. Der Standardspruch ist, wer heilt, hat recht. Naja, diese kleinen weißen Kügelchen, ja, wo ja nichts drinnen ist. Das heißt nicht, dass alle Leute, die an alternative Heilmethoden glauben, per se Antisemiten seien oder Verschwörungstheoretiker. Moment. Verschwörungstheoretiker. Geht es nicht um Homöopathie? Also nochmal von vorne. Zwei Drittel aller Österreicherinnen verwenden mindestens einmal im Jahr homöopathische Arzneimittel. Homöopathie gilt als sanfte Alternative zur Schulmedizin. Der Wirkstoff wird stark verdünnt und dann zum Beispiel auf Globuli aufgetragen. Kritikerinnen sagen deshalb, dass Homöopathie nur durch den Placebo-Effekt wirkt. Der Allgemeinmediziner Dr. Alexander Scheibelhofer sieht das anders. Er konnte schon vielen Menschen mit Homöopathie helfen. Und das nur auf einen Placebo-Effekt zurückzuführen, ja, das würde man in der Schulmedizin in ähnlichen Situationen auch nicht tun. In der Homöopathie werden nicht nur die Beschwerden betrachtet. Es ist einfach nicht so, dass ich jetzt sagen kann, so wie in der Schulmedizin, ja, dieser und dieser Rezeptor im Körper wird blockiert, sondern es ist immer das Objekt der Anschauung, ist immer der ganze Mensch. Ja. Die Soziologin Nora Pösel fürchtet, dass sich Menschen dadurch von der Wissenschaft abwenden und eher Verschwörungstheorien Glauben schenken. Diese Wissenschaftsfeindlichkeit kann den Weg ebnen für Verschwörungserzählungen. Gleichzeitig ist natürlich das Problem, dass wenn Personen an alternative Heilmethoden glauben,
oft da schon die Verschwörungstheorie zugrunde liegt, dass ja die Pharmaindustrie den Menschen bewusst schaden wollen würde. Bis heute gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis, dass Homöopathie wirkt. Aber sie hilft jährlich Millionen von Menschen. Am Ende muss jede und jeder selbst entscheiden, welche Heilmethode für sie die richtige ist. Vom Leib kommen wir jetzt zur Seele. Sie ist immer schon ein philosophisches, psychologisches und wissenschaftliches Streitthema. Trotz moderner Forschung und Wissenschaft gibt es nach wie vor Bedarf, den Begriff der Seele zu erklären. Wir haben es versucht. Du sprichst mir aus der Seele. Ein Herz und eine Seele. Mit Leib und Seele. Im Deutschen gibt es viele Redewendungen, die sich des Wortes bedienen. Doch wo findet der Begriff Seele seinen Ursprung? Die Seele, also wenn man das historisch betrachtet, war eigentlich immer eine Vermittlungsebene, eine Schlüsselstelle zwischen Geist und Körper. Man hat sich eigentlich die Frage gestellt, ja, wie ist es möglich, dass geistige Phänomene, die offenbar von Raum und Zeit völlig unabhängig sind, wie wir die erleben können in einem Körper, der Raum und zeitlichen Veränderungen unterliegt. Und der Körper verschwindet, der Geist scheint zu bleiben. Auch wenn die Grundidee der Seele eine ältere ist, verliert sie bis heute nicht ihre Existenzberechtigung. Auch moderne Wissenschaft stößt bei der Ergründung des Phänomens schnell an die Grenzen der Empirie. Wir wissen nicht, warum neuronale Aktivität sich umwandelt in ein phänomenales oder subjektives Erleben. Wir erleben ja nicht unser Gehirn. Wir erleben uns selber als Teil der weiteren Umwelt. Die Erwartung, das Geheimnis der Seele durch wissenschaftliche Methoden zu lüften, ist jedoch nicht vergebens. Laut Georg Nordhoff bedarf es jedoch eines Umdenkens. Dass also Begriffe ohne Beobachtungen leer sind und Beobachtung oder empirische Wissenschaft ohne Begriffe ziellos sind. Wie wir also die Brücke vom Phänomen des Bewusstseins und unseres Selbstempfindens zu den Naturwissenschaften errichten, bleibt weiterhin offen. Vielleicht braucht es sogar ein kollektives Umdenken in den einschlägigen Naturwissenschaften, um der Beantwortung dieser jahrtausendalten Frage näher zu kommen. Was ist also die Seele? Schwierig zu beantworten. Antworten wollen wir auch in unserem heutigen Experiment finden. Wir begeben uns auf die Suche nach Wasser. Funktionieren soll das mit einer Wünschelrute. Diese zeigt negative Energiefelder an, die angeblich sogar die Gesundheit beeinflussen. Wir haben geschaut, ob da tatsächlich etwas dran ist. Ja, bei traumhaftem Wetter möchten wir heute einem weiteren Mysterium auf den Grund gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich der Wünschelrute. Wir hätten das sehr gerne mit Expertinnen oder Experten gemacht, aber haben leider keine Rückmeldungen bekommen. Und insofern probieren wir das heute einfach selbst aus und basteln das Ganze mit einfachsten Materialien. Und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Ihr braucht dafür einen Plastikstrohhalm und einen Metalldraht-Kleiderhaken. Der Haken wird abgeschnitten, der Strohhalm ebenfalls am oberen Ende. Dieser dient an der kürzeren Seite des Drahtes als Griff. Das Ganze brauchen wir dann ein zweites Mal. Dann kann es auch schon losgehen. Die Arme sollen in einem 90-Grad-Winkel gehalten werden. Wenn Wasser unter der Erde mit Gestein in Berührung kommt, dann erzeugt das angeblich ein Energiefeld, auf das die Wünschelrute reagiert. Und tatsächlich kreuzen sich plötzlich die beiden Drähte. Zufall? So, die Hände sind fast eingefroren und ich bin etwas misstrauisch, was die Ausschläge angeht, weil doch auch der Wind etwas geht. Nichtsdestotrotz probieren wir das Ganze jetzt noch drinnen aus. In Wohnräumen können die negativen Energiefelder angeblich den Schlaf beeinflussen und langfristig sogar zu gesundheitlichen Problemen führen. Dieses Mal schlägt meine Wünschelrute jedoch nicht an. Ich versuche dem Ganzen auf die Sprünge zu helfen, mit einem Kübel Wasser. Wird die Rute darauf reagieren? Ja, aus irgendeinem Grund kreuzen sich die Stäbe erneut, ohne meinen Einfluss. Für uns Laien ist es relativ schwierig, diese Bewegungen zu interpretieren. Auch wissenschaftliche Belege gibt es fürs Wünschelrutengehen nach wie vor nicht. Es ist aber trotzdem relativ wahrscheinlich, dass am Wünschelrutengehen irgendetwas dran ist. Wir kommen jetzt zu einer pseudowissenschaftlichen Praxis, die homosexuellen Personen auf der ganzen Welt bis heute Leid beschert.
Homofeindliche Konversionstherapien haben das Ziel, die sexuelle Orientierung wegzutherapieren. In Österreich ist es erst seit Juni 2021 verboten, Minderjährige einem solchen Verfahren zu unterziehen. Einen Teil der eigenen Identität ablegen. Das ist das Ziel von homofeindlichen Konversionstherapien. Homosexuelle Personen sollen dadurch heterosexuell gemacht werden. Oft werden Konversionsverfahren in extrem religiösen Kreisen durchgeführt. Homosexualität wird mit dem unnatürlichen Bösen gleichgesetzt, das ausgetrieben werden muss. In Form von Gesprächen, aber teilweise auch durch physische Gewalt. Mit schweren Folgen für die Betroffenen, weiß Sexualtherapeut Johannes Wahala. Ich habe eine ganze Reihe von jungen Menschen, jungen Männern begleitet, die diese Konversionsverfahren leider über sich ergehen lassen mussten. Diese innere Isolation ist, ich sage es jetzt einmal so drastisch, die Hölle auf Erden. Weil der junge Mensch völlig alleingelassen ist, mit einem völlig zerstörten Selbstbild, noch dazu mit dem Gefühl, und ich habe versagt, und so wie ich bin, bin ich nicht okay, und ich bin krankhaft, pervers, sündig. Dieses E-Mail eines anonymen Betroffenen wurde im österreichischen Parlament verlesen. Ich bin auch Opfer einer langjährigen Konversionstherapie, die absolut nichts gebracht hat, außer mich seelisch zu quälen und mich innerlich richtig fertig zu machen. Ich war erst 6 Jahre alt, als dieses Martyrium anfing. Ich bin mit 18 Jahren von zu Hause einfach weggelaufen und habe nie wieder mit meinem Vater ein Wort gesprochen. Ich habe nachher Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass eigentlich nichts falsch mit mir ist. In Österreich sind Konversionsverfahren an Minderjährigen erst seit Juni 2021 gesetzlich verboten. Und das, obwohl die Weltgesundheitsorganisation schon 30 Jahre zuvor Homosexualität ersatzlos von der Liste der psychosexuellen Störungen streicht. Konversionsverfahren basieren nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf Homofeindlichkeit, sagt Ann-Sophie Otter, Obfrau der Homosexuellen Initiative Wien. Stell dir vor, du bist rothaarig und jemand erzählt dir, ich kann dich heilen davon, dass du rothaarig bist. Es gibt dafür keine Heilung, weil es kein Problem ist. Das tut den Personen psychisch einfach wahnsinnig Schaden. Und das hat Folgen von Selbsthass, von Suizidalgedanken, teilweise vom Suizid, die sich nach sich führen. Und die Personen können dadurch einfach kein selbstbewusstes, queeres Selbstbild entwickeln und mit sich selbst im Reinen sein. Konversionsverfahren sind in einschlägigen Kreisen auch als reparative Therapien bekannt. Weil es aber bei Homosexualität nichts zu reparieren gibt, richten sie bei Betroffenen vor allem eines an: Leid. Das war's auch schon wieder mit Blitzkneißer. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. In unserer nächsten Sendung finden wir heraus, warum wir abergläubisch sind, wieso Glücksspiel so gefährlich ist und warum manche Menschen glücklicher sind als andere. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt Blitzkneißer.